einen Augenblick, liebe Zuschauer aus Lippertsberg, dem Wesertal und anderswo. Vor knapp 500 Jahren gab es schon einmal einen Lockdown, allerdings einen ganz persönlichen. Im Jahre 1521 wurde Martin Luther auf der Wartburg bei Eisenach festgesetzt und musste in dieser Schutzhaft für ein knappes Jahr bleiben. Das war eine Maßnahme, die ihn davor bewahren sollte, von irgendwem umgebracht zu werden. Denn nach seinem Auftritt auf dem Reichstag in Worms hatte der Kaiser ihn für vogelfrei erklärt. Und deswegen hat sein Landgraf Luther in Gewahrsam genommen. Denn es gab genug, die ihm nach dem Leben trachteten. Für Luther selbst war diese Zeit des Lockdowns furchtbar. Er fühlte sich abgeschnitten von allem, was gerade Wichtiges in der Welt passierte und nutzte die Zeit, so gut es ging, um das Neue Testament ins Deutsche zu übersetzen. Die Reformation war ein Streit um Worte, um die Wahrheit, die unter den Menschen gelten sollte. Eigentlich war es das Wort der Bibel, das das Fundament der Gesellschaft damals ausmachte, aber die Kirche hatte sich von den Gedanken Jesu weit entfernt. Und deswegen war das Bibelwort für Luther so wichtig, um das große System von Papst und Kurie in Rom ins Wanken zu bringen. Heute beruht unsere Gesellschaft nicht mehr nur auf biblischen Überlieferungen. Wir haben das Licht der Vernunft entdeckt und das kritische Denken. Und das ist gut so. Wichtig, gerade in einer Zeit, wo die Wahrheit unsicher geworden zu sein scheint. Wir erleben in diesen Tagen die letzten Momente eines Wahlkampfs, in dem mit Lügen gearbeitet wird. In Amerika hat Trump das freche und dreiste Lügen zur Normalsituation gemacht. Und bei uns gibt es immer noch genug Leute, die die Corona-Pandemie einfach wegträumen wollen und alle, die sich redlich bemühen, vorsichtig zu sein, damit verunsichern. Es ist wichtig, dass wir der Wahrheit nachgehen, mühsam, wie Wissenschaftler das tun, in langsamen Schritten, die bewiesen werden und dann ein tragendes Fundament unseres Zusammenlebens sind. Denn wenn wir die Wahrheit leichtfertig aufs Spiel setzen, dann kann es sein, dass aus einem Streit der Worte auch ein Krieg der Waffen folgen kann. Die Reformationszeit hat uns auch das gelehrt. Ihr entsprang der verheerendste Krieg, den Europa damals erleben konnte. 30 Jahre ein furchtbares Gemetzel. Das Wort, sie sollen lassen starren, sagt Luther, und keinen Dank dazu haben. Gott ist bei uns wohl auf dem Plan mit seinem Geist und Gaben. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie behütet. Thank you.